Hallo, guten Morgen. Oh. Ja, ich wollte heute nochmal über das Thema Selbstkonzept sprechen. Ich bin schon heftig in der Vorbereitung für morgen Abend, wenn es losgeht für die 2 Monate Divine Creation Mastermind. Und zwar super intensiv. Super stark mit 2 Meetings in der Woche, weil mein Ziel ist wirklich in diesen 2 Monaten darf es für euch so viel Veränderung geben, dass ihr nicht mehr daran zweifelt, dass ihr der göttliche Schöpfer eurer Realität seid und dass ihr nicht mehr daran zweifelt, was für eine wahre Schöpferkraft in uns sowieso aktiv ist. Und ja, bei diesen Vorbereitungen bin ich zum Thema Selbstkonzept gekommen und wollte das hier auch noch mal in der Gruppe ein bisschen erläutern, weil das eigentlich der Schlüssel ist. Unser Selbstkonzept ist uns in den seltensten Fällen wirklich bewusst. Und dieses Selbstkonzept ist eigentlich das, was der automatische Motor unserer Manifestationen und unserer Kreationen ist. Denn das, was ich glaube, wer ich bin, was ich bin, wie ich funktioniere, was mir wichtig ist, wie ich damit umgehe, was scheinbar mal falsch gelaufen ist bei mir, wie ich damit umgehe, mit meinen Gefühlen. All das ist Selbstkonzept. Und es ist keine schnelle Sache, dieses Selbstkonzept, obwohl es der Kern, obwohl es der Motor, obwohl es eigentlich alles erschafft, unser Selbstkonzept. Das, was wir glauben, wer wir wirklich sind. Und das, was wir daraus denken. Und das, was wir daraus sehen, aus dem, was wir wirklich sind. Und das, wie wir uns selbst sehen, wie wir die anderen sehen, wie wir die Situationen sehen. Es hört sich so leicht an, ja. Und es wird auch oft so als Selbstliebe beachtet, ja. Wenn du dich selbst liebst, dann schaffst du etwas oder schaffst du etwas aus der Selbstliebe oder schaffst du etwas Liebendes. Und das ist auch richtig. Nur, wie oft bist du wirklich in deiner Selbstliebe? Wie oft bist du in deinem dich selbst liebenden Selbstkonzept? Das ist die Frage, weil das, was dominant ist in dir, was dominant von dir gefühlt wird, kreiert. Deine dominante Gefühlswelt manifestiert sich im Außen. Und warum ist da das Selbstkonzept so wichtig? Weil, wenn du eine dominante, liebende, selbstliebende, das Leben liebende Gefühlswelt für dich entwickeln kannst, dominant, dann wirst du dominant Dinge erleben in deinem Leben, die sich wie Liebe anfühlen, die sich wie Unterstützung anfühlen, die sich so anfühlen, wie du es gerne hättest. Weil der Punkt ist ja, warum möchten wir eine Partnerschaft in Freude und in Liebe? Warum möchten wir ein schönes Haus? Warum möchten wir eine gute Kommunikation mit unserem Partner, mit Freunden? Warum möchten wir all die Dinge, die wir möchten? Um uns zu bestätigen, dass wir wertvoll und liebenswert sind. Ja, guten Morgen, jetzt trudelt ihr langsam ein.
Es ist eine so wichtige Geschichte, das zu erkennen und sich immer wieder die Frage zu stellen, warum will ich das, was ich will? Weißt du, warum du die Dinge willst, die du willst? Wenn ich dich das frage, weißt du das. Aber die Antwort ist immer die gleiche. Ich möchte eine Bestätigung im Außen, dass ich liebenswert bin, dass ich geliebt werde, dass ich anerkannt werde, dass ich wichtig bin. All diese Dinge. Ja, ich will mich gut fühlen, aber du fühlst dich dann gut, wenn du weißt, dass du gut bist. Wenn du weißt, dass du gut bist, fühlst du dich gut. Und deswegen suchen wir im Außen Bestätigungen dafür, dass wir gut sind. Und deswegen wünschen wir uns ja auch diese Bestätigung von anderen Personen. Deswegen wünschen wir uns Aufmerksamkeit, deswegen wünschen wir uns Kommunikation, deswegen wünschen wir uns Feedback, damit wir wissen, dass wir wichtig sind, damit wir wissen, dass wir geliebt sind, dass wir richtig sind. Das ist der einzige Grund, warum wir diese Dinge uns so wünschen. Jetzt kommen wir aber zum Selbstkonzept. Wenn dein Selbstkonzept das nicht zuerst hergibt, dass du richtig bist, dass du geliebt wirst, dass du Aufmerksamkeit und Anerkennung verdient hast, wenn du nicht mit diesem Selbstkonzept, mit diesem Selbstverständnis über dich in dein Leben rausgehst, wirst du von draußen all diese Dinge nicht bekommen, die du dir wünschst. Aus diesem Grund muss zuerst dieses Selbstkonzept, dieses Selbstverständnis von dir am Platz sein. Und zwar unwiderruflich am Platz sein. Und dieses Selbstverständnis für sich selber so stark zu verankern, dass es nicht in jedem Sturm, in jedem im Außen in der 3D-Welt nicht gelieferten oder sogar falsch gelieferten Bestätigung, sondern eher in Kritik oder was weiß ich nicht was, dass es dann nicht wackelt und zusammenbricht. So ein starkes Selbstverständnis für sich selber zu entwickeln, das stärker ist als alles, was du dir reinziehen kannst, als alles, was dir begegnen kann im Leben, dass dennoch dein Selbstverständnis immer wieder von dir gefüttert wird, sodass es stark ist, dass es beständig ist, dass es nicht wackelig ist. Das ist eins der allerwichtigsten Aufgaben, die es zu lernen und zu üben und beständig beizubehalten gibt. Und genau das ist auch der Grund, warum es so wichtig ist, sich dafür zu entscheiden, langfristig daran zu arbeiten, in einem Mastermind, wo du die Anleitung bekommst, zuerst mal dieses Selbstverständnis für dich, dieses Selbstkonzept für dich so zu erarbeiten, dass du sagst, wow, das stimmt, das bin ich wirklich, so bin ich wirklich, so habe ich mich noch nie gesehen, so konnte ich mich noch nie sehen, in so einem wunderbaren, liebevollen und liebenden Licht konnte ich mich noch nie sehen, weil meine Sicht so vernebelt war von meinen alten Überzeugungen und Gedanken über mich, dass ich mich so in diesem wunderbaren Licht noch nie gesehen habe. Warum passiert es so oft, dass du dich frisch verliebst, dass du neue Freundschaften machst, triffst, dass du wunderbare Erlebnisse hast im zwischenmenschlichen Bereich und die sind nicht beständig?
Die einzig wahre Antwort ist, dass dein Selbstkonzept, dein Selbstverständnis nicht beständig ist. Dass du immer wieder an dir zweifelst, dass du immer wieder überlegst, wie du anders oder besser sein könntest oder dass vielleicht noch etwas an dir zu verbessern ist, und weil du dir nicht die Erlaubnis gegeben hast, von jetzt auf den nächsten Moment in das beste Selbstbild, das beste Selbstverständnis deiner selbst reinzuspringen. Du musst dich nicht verbessern, ein bisschen verbessern, ein bisschen verbessern, ein bisschen verbessern, sondern du darfst dir erlauben, in deine Wahrheit, in dein wahres, perfektes Selbstkonzept von jetzt auf nachher reinzuspringen und aus dem herauszuleben. Und je besser dieses Selbstkonzept ist, desto stärker, desto verankerter dieses Selbstkonzept ist, dieses Selbstverständnis für dich, desto besser ist dein Leben. Desto schöner, desto leichter ist dein Leben, weil du weißt, wenn ich dieses Selbstverständnis für mich behalte, diese Überzeugung über mich, über mein Sein, dann wird alles, was ich kreiere, dem entsprechen. Weil ich ein energetischer Match für Großartiges, für ein großartiges Leben, für Liebe, für Begeisterung und so weiter bin. Und dieses Selbstkonzept, dieses Selbstverständnis für sich erst zu erarbeiten und dann immer wieder zu verfestigen. Das ist deine Aufgabe. Und die meisten Menschen haben eben schon mal nicht dieses Selbstverständnis für sich selber, das sich einfach nur nach Liebe und nach Perfektion anfühlt. Wie fühlt sich so ein Selbstverständnis an, wenn es nicht gelogen ist, ja? Du musst es schaffen, nicht dir irgendwas vorzulügen, was sich anfühlt wie vorgelogen, sondern du brauchst die richtige Geschichte, du brauchst die richtige Perspektive für dich, dass plötzlich dein Selbstverständnis aus einem fehlerhaften Wesen, aus jemand, der vielleicht nichts Besseres verdient hat, zu einem Selbstverständnis mutiert, dass du da sitzen kannst und sagen kannst, ich bin so liebenswert, ich bin so gut und richtig, dass mir nur das Beste zusteht. Mir steht nur das Beste zu und dieses Beste wird mir aus allen Bereichen meines Lebens wieder gespiegelt. Dieses Beste spiegelt sich aus allen Beziehungen wieder. Dieses Beste spiegelt sich in meinem Lebensstil wieder. Dieses Beste spiegelt sich darin wieder, was ich wähle an Qualität von Essen, an Qualität von Kleidung, was ich alles für mich wähle. Das darf mein Selbstverständnis sein. Und es darf sich so anfühlen wie: selbstverständlich lieben mich alle. Selbstverständlich ist jeder an mir interessiert. Selbstverständlich ist es wichtig, was ich denke und was ich zu sagen habe. Selbstverständlich ist es wichtig, dass ich geachtet und beachtet werde. Und wenn sich solche Sätze für dich jetzt nicht als selbstverständlich anfühlen, dass es wirklich selbstverständlich ist, dass du den ganzen Tag mit einem riesen offenen Herzen durch dein Leben wandeln kannst, weil du weißt, dass es selbstverständlich ist, dass du überrascht wirst mit Liebe, mit Freude, dass du überall bejubelt wirst, weil du auftauchst, weil sich jeder freut, dich zu sehen, Hund, Katz, Maus, Mensch. Wenn du irgendwo noch ein Gefühl hast, naja, so selbstverständlich ist es ja nicht. Naja, wenn da
die sind ja, wenn ich dorthin gehe, die sind immer so schlecht drauf. Nein, wenn du mit diesem Selbstverständnis, wenn das deine Wahrheit ist, wenn das dein wahres Selbstverständnis ist, dann wird es nichts geben, was dir etwas anderes widerspiegelt. Dann wird es nichts in deinem Leben geben, was dir irgendwo noch zeigen wird, dass du nicht gewollt bist, dass du nicht unterstützt bist, dass du irgendwas falsch gemacht hast, dass du kritisiert werden musst. Und solange du diese Gefühle hast, dass irgendetwas vielleicht falsch gemacht worden ist, dass irgendetwas von dir vielleicht oder an dir vielleicht nicht so gut ist, dann hast du noch nicht das Selbstverständnis, das Selbstkonzept, das du brauchst, um diese tollen Dinge und Wünsche für dich zu kreieren. Und wenn du irgendwo noch glaubst, dass es hochnäsig ist oder dass es arrogant ist, dass es übertrieben ist, so ein Selbstverständnis zu haben, dann liegt es daran, dass du dann noch Überzeugungen hast, weil Menschen dir begegnet sind, die so ein Selbstverständnis, ein Selbstkonzept an den Tag gelegt haben und du dich minderwertig gefühlt hast und klein und mausig gefühlt hast im Vergleich zu solchen Menschen und solche Menschen damit abgestempelt hast, dass sie arrogant sind, dass sie herzlos sind und dass sie überheblich sind und was weiß ich nicht was. Und solange du eben solche Vorstellungen noch hast, kommst du nicht dahin, dass so ein Selbstkonzept, so ein Selbstverständnis für dich das Richtige ist. Weil du möchtest ja nicht jemand sein, der überheblich ist. Aber das sind genau die Fehler, die immer wieder gemacht werden, die einen davon abhalten, ein Selbstkonzept, ein Selbstverständnis zu entwickeln, das automatisch deine Wünsche und Träume realisiert, wo du einfach nur sagst, klar werde ich geliebt, klar werde ich gerne bezahlt für das, dass ich bin, hier bin, für meine Existenz. Klar wollen die Leute meine Angebote. Klar will mein Partner mir jeden Tag sagen, dass er mich liebt. Das wird nicht passieren, wenn du irgendwo noch ein Selbstverständnis hast, dass es irgendjemanden da draußen gibt, der dich ablehnt oder der dich nicht gut findet oder der die Dinge, die du machst, nicht gut findest. Und das ist der Knaller. Und wenn du das geschafft hast für dich, dass du morgens deine Füßlein aus dem Bett streckst, mit einem riesengroßen Lächeln auf den Lippen und sagst, ich habe mein Selbstkonzept am Platz. Ich weiß, dass selbstverständlich heute ein großartiger Tag wird, wo alle meine Wünsche sich einer nach dem anderen manifestieren. Und merkst du, wenn du so ein Selbstkonzept hast, dann ist alles leicht automatisch. Dann ist das Leben leicht, weil du davon ausgehst, dass die Dinge zu dir kommen. Und diese Postulate und diese Voraussetzungen für dich selber so fest zu verankern, dass es keinen Tag mehr gibt, an dem du nur auch nur einen Zweifel daran hast, dass du ein göttlicher Schöpfer bist, dass sich das Leben da draußen nach dir richtet. Das ist wichtig.